Und hallo und herzlich willkommen zum Teil 13 von Let's Play Jack and Dexter. Und wir machen hier gleich im Schneegebirge, beim Schneegebirge, am Schneegebirge weiter. Ist völlig wurscht, wie das halt man sagen soll. Auf jeden Fall Schneegebirge, es geht weiter und wir wollen das hier voll in Schnee setzen natürlich. Nicht in Sand. Aua. Sonst wird es ja das Sandgebirge sein. Nee. Mann, oh. Was für denn auf Gott? Also, es geht gleich weiter. Ja, das ist auch wieder seine Anschlussfolge, weil ich das Schneegebirge jetzt irgendwie fertig machen möchte. Wo ich gerade am Spielen bin. Man merkt schon früher bei den Folgen, da habe ich für A-Gebiet nicht lang gebraucht. Jetzt zieht sich es natürlich in die Länge, wird natürlich auch schwieriger. Gebiete werden länger. Aber sie sind trotzdem toll. So. Tag, Lurker. Hat mir mal treuherzig angeschaut, hä? So, geschafft. Die Zelle gehört mir. Alright, ab in den Rucksack. Gut. Hätten wir das auch geschafft. Wo gehen wir jetzt hin? Werden wir mal... Schau, da hinten ist dieser Cursor-Blocker. Da gehen wir jetzt mal hin. Schön rüber. Oh. Wow. Was ist denn das für einer? Ah. Ah. Oh. 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 Sag gute Nacht, Jack. Ja, gute Nacht. Verdammt. Wo sind die denn kaputt? Und ja, das ist mein Handy. Das liegt auf einem Eisenstück, deswegen ist es so laut. Da, das ist kein mittelalterliches Gerät. Ja. Geht doch. Ach, locker. Ich glaube, in die andere Richtung müssen wir trotzdem noch einmal. Ja, jetzt sind wir in eine andere Richtung laufen. Ist auch egal. Machen wir mal hier weiter. Da ist so ein Lurker. Oh, zwei Blocker auf... auf so einem bescheuerten Platz auch noch. Ja, das hätte ich schon fast befürchtet. Trotzdem, verdammten Viecher, müssen wir hier mal weitermachen. So. Der wäre erledigt. So. Lurker 1 ist kein Problem. Er ist auch kein Problem. So. Und ein bisschen Anlauf und... Ast rein. Aber das bei dem auch noch? Ja. So, und jetzt ganz sachte. Dahin siffeln. Ja, okay. Als wenn ich auf Eis wäre, ne? Ah. Und drüber. Nochmal. So, genau, jetzt haben wir bei dieser... So, jetzt kommen wir genau zu der Stelle. Im letzten Teil schon gesagt, dass es ja zwei Stellen gibt, wo ganz viele von diesen kleinen Viechern rumeiern. Das ist, glaube ich, eine davon. Wir haben alle Blocker ausgeschalten. Okay. Gefällt mir. Kann man fast zulassen. Jo, dann müssen wir wohl hier hin. Plattform drauf. Genau. Einmal mit rotem Eco. Die Lurker-verseuchte Höhle. Und auf geht's. Das sind aber auch viele von diesen Viechern. Oh, verdammt. Schauen die lieb. What? Da ist der Zurücksetzpunkt. Sag mal, seid ihr völlig wahnsinnig. Ja, das kann ja nicht sein. What? Nee. Dann müssen wir uns jetzt aber anstrengen. Da kann ich von Bananen reißen. So, Kollege. Uff, das war knapp. Okay, ist mir auch schon egal. Oder doch nicht. So, jetzt müssen wir auf diese treue Plattform warten. So, da ist sie ja. So, und auf geht's. Lurker verseuchte Höhle, Teil 2.
Punkt ja schon super an, muss ich sagen. Scheiße, runtergefallen. Okay. Versuchen wir es nochmal. Das sind einfach zu viele von den Viechern. Okay. Denn doch ein bisschen kürzer. Geschafft. Hm. Das hatte ich irgendwie länger und schwieriger in Erinnerung. Aber okay. Schau, da unten Spee fliegt es ein bisschen. Oh, Schneelöcker. Und die Speerflieger haben auch noch. Jetzt müssen wir da wieder rauf. Moment, da geht's ja weiter. Ja. Puff. Also das war jetzt aber, hey, das war ja der Glücksfall des Jahrhunderts. Gerade. Schau, da hinten hätten wir ja fast noch ein paar Orbs übersehen. Okay, also auf die... Also dann nochmal. Boah. Triple Kill. Ich bin da. Na komm runter. Und her mit der Zelle, sonst hau ich dir eine Delle. Gott, war der Reim schlecht. Gut. Was fehlt uns noch im Gebirge? 7 Speefliegen und 11 Orbs. Okay. Kann man machen. Wenn ich denn auswendig wüsste, wo besagte Zellen, wo die ganzen Orbs und die Speefliege noch zu finden ist. Na, da kommen die drauf. Okay, muss ich so rauf. Hm. Ui, upsala. Wo war jetzt hier noch was los? Ich glaube fast in die Richtung. Und zwar da vorne weiter. Du nicht, Kollege. Schau, da ist ein Weg rauf. Da schau her, da ist ein Weg rauf. Ups. Ist das hoffentlich der richtige Weg auch? Ja, ich höre schon ein Speefliegengeräusch. Jawohl. Es fehlen nur noch 9 Precursor-Orbs. Da ich ja, glaube ich, sonst alles abgegrast habe, müssten die ja... Ne, die sind hier nicht. Okay. Hm. Aber das mit den Precursor-Orbs ist sowieso so eine Sache. Weil ja... Wo geht's da hin? Precursor Orbs ist sowieso eine Sache, weil mir ja auf der Nebelinsel ja immer noch 3 fehlen. Ihr habt jetzt einmal offscreen die gesamte Insel 2-mal abgegrast. Keine gefunden. Und irgendwo müssen nämlich da noch 3 Precursor Orbs sein. Ich habe leider immer noch keine Ahnung, wo... Also wenn jemand wirklich dieses Let's Play verfolgt, vielleicht sich diesen Teil anschaut, wo ich auf der Nebelinsel unterwegs bin, das ist da Teil 3 oder so. Und vielleicht sieht, oh ey, du hast da irgendwo so noch an zwar Precursor Orbs verpasst. Und mir das irgendwie schreibt in den Kommentaren oder so, wo denn die zu finden sind. Und auch die neuen hier oben. Wäre ich dem sehr verbunden. Sachen was mal so, ne? Gut. Aber soweit hätten wir das
das Schneegebirge dann doch trotzdem abgeschlossen. Fehlen halt ein, zwei Orbs. Ich habe ehrlich gesagt derzeit gerade überhaupt keine Lust, die großartigst zu suchen. Außerdem wäre das irgendwie ein bisschen arg langweilig zuzuschauen. Gut, da wir ja jetzt alles fertig haben, Vulkankrater, Schneegebirge, Spinnenhöhle und alles, müssen wir jetzt weiter. Und zwar müssen wir ins Lavarohr und uns weiter in Richtung Gol und Mayas Zitadelle vorkämpfen. Ja. Lavarohr ist auch ein ganz geniales Level. Ja. Auf diesen Minenzügen. Diesen Loren sind es ja gar keine. Lore kann man ja was reinleihen. Keine Ahnung, wie heißt denn das Klump da eigentlich, auf dem ich fahre? Bestimmt. Keine Ahnung. Ja, ja. Mir ist ja früher mal was aufgefallen, und zwar eine Animation. Dexter, und zwar, schaut mal, wie der drauf sitzt, wenn ich gehe. Der sitzt da drauf, ganz entspannt, die Arme verschränkt, der hat doch den Arsch offen. Nee, das ist die Spinnenhöhle. Oh, ich bin zu weit, das Lavarohr ist ja gleich... Ah. Ah. Okay, tut mir sorry. Hab ich mich wieder mal verfranst. Da ist ja die Spinnenhöhle. Wir wollen ja ins Lavarohr. Also Kommando zurück. Das Lavarohr ist ganz da am Ende. Das ist mit diesen Minendingern eigentlich nur eine ganz kurze Strecke. Habe ich doch leider verwechselt, wo die beiden Dinger erwähnt sind. Gut. Schippern weiter, wir arbeiten uns vor. Dexter haltet sich da an die Haare irgendwie. Der lehnt, der stützt sich sogar an die Haare ab. Boah, da muss Gel drin haben. Ja, bist du gelähmt. Das muss doch claimen, Mensch. Yeah. Hier sind wir im Lavarohr. Quatsch mal mit Kira. Mit diesen zusätzlichen Energiezellen müsste ich es schaffen, den Hitzeschild mit genug Energie zu versorgen, um der Lava standzuhalten. Aber der Hitzeschild hat auch seine Grenzen. Er hält jetzt Temperaturen von bis zu 800 Grad Stand, aber nicht mehr. Behaltet die Anzeige im Auge. Nicht auszudenken, was diese Temperaturen mit eurem Zoomer machen, wenn der Hitzeschild versagt. Ja, die Hitze. Was? Der Zoomer? Hey, was ist mit uns? Können wir nicht einen sicheren Weg zu Golds Zitadelle finden? Ganz ruhig. Ich habe noch mehr Kühlballons in das Lavarohr geschickt. Die könnt ihr benutzen, um die Temperatur zu regulieren. Und vergesst nicht, das Teleporttor im Labor des gelben Weisen zu aktivieren. Wir zählen auf euch. Perfekt. Und wie wird's uns im Lavarohr ergehen? Richtig, das erfahrt ihr im nächsten Teil. Bis dahin. Tschüss.